Madame, Monsieur, bienvenue pour cette émission spéciale sur Télébilingue. Es ist viel gegangen in den letzten 12 Monaten, Télébilingue. Und es stehen auch weitere grosse Projekte an. Herzlich willkommen zu unserem audiovisuellen Rück- und Ausblick. Et voici les titres de cette édition. Neue Gesichter werden neues Regionalfernsehen beleben. Au cœur des festivals de musique ou des événements sportifs, de nouvelles émissions font leur apparition sur Télébilingue. Konturen werden klarer. Wir sind auf dem Weg in die HD-Welt. Pas de télé sans équipe qui s'engage à fond tous les jours afin de réaliser un programme bilingue. Des départs, mais surtout des arrivées qui font souffler un vent nouveau sur votre télé bilingue. Ja, du zum Beispiel. Télébilingue hat eine neue Programmleitung. Aber nicht nur. Das sind die neuen Köpfe in unserem Team. Vous entendez sa voix depuis plusieurs mois déjà, Elena von Beust fait désormais partie de l'équipe permanente de la rédaction de Télébilingue. Elle suit une formation de 2 ans en collaboration avec l'école de journalisme de Montpellier en France. Vous les avez entendus, mais vous les avez également vus. Benjamin Catoulou et Loris Dain ont eux aussi intégré la rédaction pour le meilleur et pour le rire. Herzlich willkommen zum Info hier auf Télébilingue. Die Zusammenarbeit mit den anderen Bieler Medien wird von Tag zu Tag stärker. Wir hören sie täglich über die Radiowellen. Ein paar Kollegen vom Kanal 3 wagen den Spagat und treten bei Télébilingue als Moderatoren auf. Sie müssen sich nur noch ein bisschen an die verschiedenen Namen von unseren Journalisten gewöhnen. Der Pablo Guxieres, oder wie man das mal sagt, berichtet. Während 6 Jahren hat Markus Böhni Télébilingue als Programmleiter geführt. Seit Anfangsjahr hat er seine Aufgaben seiner Nachfolgerin, der Sophie Hostetler, übergeben. Zweisprachig. Herzlich willkommen zum FOET auf Télébilingue. Moi, j'ai trouvé une petite place super sympa. Dynamisch und witzig ist sie. Webkamera. Sie setzt sich hinter sowie vor der Kamera zu 100% ein. J'ai pas l'air con, là. Enfin, Christelle Breuer a rejoint notre équipe en début d'année. Elle occupe le poste de responsable de l'assurance qualité. Mais ce n'est pas sa seule tâche. Christelle Breuer ist auch die Chefin von unserer neuen Untertitelungscrew. Conformément aux exigences de l'Office fédéral de la communication, Télébilingue propose depuis avril des sous-titres pour son émission d'information. Seit ein paar Monaten sind die Untertitlerinnen im Einsatz und schreiben die Untertitel für die erste Wiederholung vom Info. Eine Equipe von 7 Personen beschäftigt sich mit dieser anspruchsvollen und zweisprachigen Arbeit. Mit dieser Verstärkung wird Télébilingue den Erwartungen von seinen Zuschauern gerecht werden. Für das Aktivieren der Untertitel muss man nur auf Teletextseite 777 gehen und sie aktivieren. Aber nicht nur die Untertitelung ist neu auf Télébilingue. De nouvelles émissions ont été lancées cet été et d'autres ont fait peau neuve. Avec Info-Été, nos présentateurs prennent l'air. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission spéciale d'Info-Été. Durant le mois de juillet et le mois d'août, finis les studios. Chaque jour, l'émission est enregistrée avec une personnalité de la région qui nous reçoit dans son monde. Zwei Seeländer im Schlussgang mit dem Gnägi Florian. Das Konzept eignet sich auch gut für unsere Sportsendungen. Jeden Sonntag wird das Team vom Sport bei einem Sportanlass in Aktion treten. So wie zum Beispiel beim Pilotprojekt am Seeländer Schwingfest. Die neue Sportsendung wird voraussichtlich noch dieses Jahr lanciert. Cet été a aussi vu de nouvelles émissions crever l'écran. Avec Vibration, Benjamin Catoulou et Loris Dain vous ont fait vivre les principaux festivals de musique de la région de l'intérieur. Chacun dans leur langue maternelle respective, ils ont été au plus proche du public et des stars. Et des tartes à la fraise. In der Sendung Zeitzeugen auf viel du temps werden historisch bedeutende Persönlichkeiten vorgestellt. Es sind Personen aus der Region, die aus ihrem Leben erzählen. Dass ich Erfolg haben. Das zeigt vielleicht, dass ich einige Sachen richtig gemacht habe. Dans la continuité de l'émission Au secours, je cuisine, sponsorisée par Manor, Télébilingue lance Gourmet Route. Également animée par le chef seylandais Philippe Berthoud, elle est sponsorisée par le Garage du Jura et met à l'honneur les produits de la région.
Le cuisinier sillonne le bassin de diffusion, rencontre des producteurs locaux, puis cuisine des plats en utilisant uniquement des ingrédients du terroir. La télévision, c'est aussi évidemment du live. Et sans le forum télé bilingue, certains événements ne pourraient pas être couverts en direct. Das beste Beispiel wird es bei Nara los sein. Wie jedes Jahr hat das Telebilang-Team die Bieler Fasnächtler an ihren Umzügen begleitet und live ausgestrahlt. Im September hat das Bieler Stimmvolk den Stadtrat und das Parlament neu gewählt. An diesem Wahlsonntag war das Telebilang zusammen mit den anderen Bieler Medien den ganzen Tag vor Ort, um den Wahlverlauf zu verfolgen. Auch am historisch bedeutenden Tag von Moutier, beim Kantonswechsel zum Jura am 18. Juni 2017, waren wir dabei gewesen. Bonsoir à toutes et à tous. Alors encore une fois, une histoire de folie. Puisqu'il y a 15 ans d'émission Rendez-vous sur Télébilingue et une cinquième participation, eh bien cette nuit des nuits... Les anniversaires, ça se fête aussi avec des émissions spéciales. 15 ans après la première émission Rendez-vous, dit Total Zweisprachige Sendung, der Moderator Dominik Antonen est toujours dans la course. C'est le cas de le dire, puisqu'il a choisi der Bieler 100er für ein Geburtstag zu feiern. Un peu maso quand même, mais jedem sein eigenes Ding. Die Spezialsendung «Immobil» hat das Jahr einen Meilenstein gesetzt. Sie hat in diesem Jahr 300 Episoden erreicht. Die Sendung wird seit 2002 ausgestrahlt. Ganz herzlich zur ersten Ausgabe von «Immobil» und widmet sich allem Wichtigen zum Bieler Immobilienmarkt. Um diesen Meilenstein zu feiern, hat Telebilang eine einstündige Spezialausgabe ausgestrahlt. Traiter l'actualité, c'est en général réaliser un reportage pour le soir même. Mais certains sujets demandent plus de temps. Mit Serien können unsere Journalisten ihre Geschichten richtig vertiefen. Der Platz für Frau in der Gesellschaft oder das Erbe vom Bildhauer Peter Travalini aus Büren. Das Telebilang hat über verschiedene ausgesuchte Themen Serien gedreht. Unser Redaktionsleiter Adrian Reusser hat für seine Serie «Dorfkiosk Bötzingen» sogar von der Berner Stiftung für Radio und Fernsehen eine Auszeichnung bekommen. Le concept de série est devenu un élément important pour la rédaction et d'autres vont suivre. Nous vous concoctons par exemple une série sur la vie dans la région pendant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu'une semaine de survie dans le parc Chasseral. Toutes ces émissions ne sont pas uniquement visibles sur votre télévision. Télébilang hat auch im Online-Bereich Gas gegeben. Es schauen immer mehr Leute Télébilang über ihren PC, Smartphone oder das Tablet. Seit 2015 hat sich die Zahl von diesen Zuschauern fast verdoppelt. Das sind pro Monat 22'000 Zuschauer, die der Sender auf diese Art konsumieren. Insgesamt hat das Telebilang mehr als 34'000 Zuschauer pro Tag. Und wir sind immer wie mehr auf den sozialen Netzwerken aktiv. Auf Facebook haben wir über 4'000 Abonnenten. Depuis cette année, nous sommes aussi présents sur Instagram. Nos collaboratrices et collaborateurs alimentent la page avec des photos et vidéos du quotidien professionnel, ce qui permet de souligner les goûts vestimentaires douteux de certains. Difficile de faire de la télévision sans publicité. Beaucoup d'entreprises font appel à notre équipe de production pour créer leurs spots. Hier ein paar Beispiele von unseren Werbespots aus den letzten 12 Monaten. Thank you.
Pour finir, une nouvelle réjouissante pour tous nos téléspectateurs. Das Telebilang schafft an einem neuen Projekt. Wir werden moderner und wechseln auf HD. Während dem Wechsel wird das Telebilang weiterhin und wie gewöhnlich das tägliche Programm senden. Unser Ziel ist es, den Wechsel auf HD bis Mitte Dezember zu schaffen. C'en est tout pour ce compte-rendu de l'année écoulée. Merci au Forum Télébilingue qui nous soutient depuis 1999 et permet à certaines émissions d'exister. Merci fürs Zuschauen und für eure Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal.